Eieiei, das wären 163 insgesamt, bin ich jetzt draufgekommen. Also B, zweiter Buchstabe, T, so und so viele, D, vierter. Und 163 und dann halt nochmal 16 durch 2 kommt dann 1304 raus. Also 1304 raus, aber das ist vierstellig, nicht fünfstellig. Was ist denn J, bitteschön? Bin ich überhaupt richtig für J? Also ich sag mal so, ich habe den Map-Ersteller hier in Skype. Ich könnte ihn theoretisch jede Sekunde fragen, aber. Was machst du? Ist jetzt die Frage. Also Let's Rock Minecraft, wie gesagt, haben wir einen YouTube-Kanal, sind deutsche YouTuber. Könnt ihr, wenn ihr Bock habt, vorbeischauen. Die bauen mehr so krankes Zeug wie, also richtig tolle Sachen im Prinzip. Ich habe wo man die Map runterladen kann, die Website von denen verlinkt. YouTube-Kanal habe ich am besten auch mit rein, also müsste auch in der Beschreibung mit drin sein. Den habe ich zufällig in Skype und auch gerade vorhin schon mal kurz geredet, hat gefragt, wie weit ich gerade bin, weil er weiß, dass ich gerade die Map spiele. Und hat so gemeint, okay, das hast du schon rausgerichtet, viel Spaß noch. Also ohne was zu spoilern, ich habe keinen Plan, wie es weitergeht. Aber ich glaube, ich werde ihn dann wegen dem J mal fragen, weil ich finde das J nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich das J rauskriegen soll. Vor allem, das muss eine große Zahl sein, sage ich jetzt mal. Wenn ich da kürzen würde, im Bruch hätten wir ja 8 mal irgendwas. Es muss eine fünfstellige Zahl ergeben. Moment mal, kann ich kurz übersteigen? 8 mal irgendwas. Moment, Moment, ich habe kurz den Rechner nebenbei. Es müssten ja mindestens 1250. Nee, es muss eine Zahl sein, die größer als 2500 ist. Weil wenn ich 10.000 ist eine fünfstellige Zahl und die durch 8 rechne, dann sind das 1250. Also 8 mal 1250 wäre die niedrigste fünfstellige mögliche Zahl. So, aber da ich das doch mal 2 nehmen muss, sind es also 2500, weil ich ja gekürzt habe im Bruch. So, das heißt, J muss größer als 2500 sein. So, und jetzt, mehr weiß ich nicht. Ich weiß, dass J größer als 2500 sein muss. Insofern meine mathematischen Kenntnisse dazu, naja, recht haben. Aber J müsste, wenn es fünfstellig ist, größer als 2500 sein. Auf jeden Fall größer. Und Nullen kann man nicht eingeben. Also, an die Quatsch, Endergebnis. Ja, gut, ja, ist sowieso 10.000, passt ja nicht. Also hier war schon mal das drin. Das kann ich schon mal hier vergessen. Startzimmer, zwei Hinweisen, einem gibt's nicht. Halt das Nähezimmer, aber willst du nicht auf eine Zahl kommen, die größer als 2500 ist? Wenn ich dazwischen mal mache, nee, komm. Ich weiß nicht, was das Schild bedeuten soll allgemein. Kein Plan, dass man da was mit zu tun hat. Also wenn ich wirklich nicht weiterkomme in den nächsten 5 Minuten oder so, dann frage ich mal nach. Weil das ist hart, das Rätsel ist echt hart. Eine Zahl über 2500, wo soll hier ein Hinweis bitte schon versteckt sein? Und ich habe immer noch nicht die Angel gebraucht. Ich weiß nicht wofür, vielleicht kommt das später noch. Ich gehe nochmal hier unten im Wintergarten rein. Hat es ja vielleicht der Garten allgemein hier von. Ne, hat sich nicht geöffnet. Weil die ja sein können. Hier ist auch kein Glas offen. Zen-Garten. Aha. Ja gut, ich weiß nicht, wie es bei euch steht, ne? Wie gesagt, ihr könnt mir keine Tipps geben. Bin schon fertig. Also wenn ihr das seht, jedenfalls bin ich schon fertig mit der Map. Ach ja. 2500. Als Minimumzahl. So vorausgesetzt mal. Ich renne ganz im Kreis. Ich weiß, ich suche aber nach Hinweisen. Weil die Schallplatte, es kann sein, dass die Schallplatte auch nur für. War das hier Licht? Okay, jetzt ist es aus. Dass die Schallplatte da unten nicht dafür war, damit die irgendwas aktiviert, sondern dass sie dafür da, damit wir den Highscore haben. Oder einen etwas höheren Highscore. Das heißt, ich gehe jetzt doch nochmal nach unten. Ich weiß nicht, was das Opfern dann bringen soll. Ah, nee, das Opfern ist das einfach das. Ah, das Opfern, dass da eine Schallplatte rausfällt. Okay, ich mache mir noch Gedanken um die Sache da unten. Theoretisch hätte ich ja den. Okay, das war ein Bug. Den Gegenstand wieder mitnehmen können, aber den Keks habe ich halt drauf liegen lassen. Ach, egal, verschwunden. Der eine Keks da. So, weiß nicht, ob das irgendwas bringt hier im Bad oder so. Wie kommt denn auf eine Zahl größer als 2500? Ich nehme an, dass ich jetzt richtig gezählt habe mit den Seerosen. Denke ich jedenfalls mal. Was bringt das hier? Das Dispenser, gell?
Ich darf ja nichts rausnehmen aus Dispensern, aber. Da ist eh nichts drin. Warte mal, hier ist eine Druckplatte. Was ist denn eigentlich da? Gar nichts, nur Deko. Hier habe ich alles durchsucht. Buttondruck auch. Aber da passiert ja nichts. So, am besten soll ich noch die Ticks zählen, wie lange diese Uhr tickt hier. Wäre natürlich extrem hart. Ist dann ausgeschaltet. Aber ich schalte die Uhr mal ein. Ich habe keinen Plan im Moment, wo ich das J herkriege. Oder herkriegen soll allgemein. Seerosen, das habe ich ja, aber. Opferschacht, da habe ich hier eine Schallplatte bekommen für einen Highscore. Die kam dann hier raus. Kiste ist nicht. Also hier finde ich auch nicht mehr. Wenn das kann nur diese Buchstaben zu tun haben, aber ich komme da nicht drauf, was es heißt. Jetzt kommt mir bitte nicht mit irgendeinem Binärcode-System oder sonst irgendwas. Also ich glaube, ich würde jetzt ewig rumrennen, ich komme nicht weiter. Also je logischer versuche ich zu überlegen, es gibt ja keinen anderen Hinweis hier irgendwie in der Art. Also ein Textform, außer dieses eine unrätselbare Ding, undefinierbare Ding hier. Das da hier. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Vor allem ist es auch kein J drin. Ich frage jetzt gerade mal die Map-Ersteller in Skype. So, Moment. Also jetzt, sorry, ich komme echt nicht weiter. Es geht nicht. Dann würde ich sagen, Aufnahmestopp, jetzt. So, okay, dann Cut vorbei und ja, natürlich habe ich einfach die Lösung gesagt, sondern das hat nichts mit dem J zu tun angeblich. Ich bin hier ganz umsonst rumgegeiert. Ich soll mal nach draußen gehen, auf den Balkon, nach den Wänden draußen absuchen. Also, den Rest würde ich dann schon rauskriegen, auch mit Hilfe von den Briefen, die ich jetzt bekommen habe. Einfach mal rausgehen und auf den Balkon, warte mal, hinten geht's irgendwie raus, ne? Auf dem Balkon mal nachgucken an den Wänden. Okay, ich war ja bis jetzt im Haus. Ich habe gedacht, das Schild war so mysteriös hier. Hätte ich eigentlich gedacht. Bar. Auf dem Balkon an den Wänden. Soll ein bisschen rausgucken vielleicht hier so. Anno J. Okay. Warte mal, da waren die Bricks. Da hätten wir schon mal das J, Anno J. Ich glaube dann wohl eher aus den Briefen, hat er dann gesagt, da müsste noch was drinstehen. Ich gucke nochmal die ersten Briefe durch, die wir schon gelesen haben. Anno J, das heißt irgendwas wird mit Ja schon da gleich stehen. Irgendwas mit Ja. So, eine Achtung, kurzer Stopp nochmal. Okay, das war Anno J, also das Jahr, was im ersten Brief genommen war, 1984. Ich habe noch kurz nachgerechnet und mir ist eingefallen, das eine Jahr ohne Schule hat mir nicht gut getan, denn beim Kürzen kürzt man nicht beide Zahlen, zum Beispiel im Bruchstrich, sondern nur die eine mit weg. Ich habe jetzt einfach mal durch zwei auch bei der entsprechenden J-Jahreszahl genommen. Die Zahl hätte nicht größer als 2500 sein müssen, sondern größer als 1250, so rum. Also für die das vorher schon gemerkt haben, klar, sorry. Ja, wie gesagt, ich bin irgendwie komplett seitdem, ja, sind fast jetzt anderthalb Jahre hier, wo ich keine Schule mehr hatte. Da ist das irgendwie komplett rausgekommen. Frag mich nicht wieso, sorry. Also es hätte größer als 1250 sein müssen und nicht größer als 2500. Die Jahreszahl 1984 liegt da drüber. Und wenn ich das dann die entsprechende Formel einfüge, kommt dann durch, wie gesagt, durch zwei Teile, kommt 15.872 raus. Und das heißt, das gebe ich jetzt gerade mal da ein. Furchtbar. Ja, okay, Spark, falsch gerechnet. Hier, doch, ne, falsch gerechnet. Ich hatte Mathe-Leistungskurs. Erschlagt mich bitte. Wenn es geht. Kurz und schmerzlos, so. Und dann gehe ich nochmal hoch und gebe das Ganze ein. Also, wie gesagt, größer als 1050. Aber wenigstens habe ich schon mal versucht, so eine Überlegung anzustellen. Okay, laut Nummernpad da oben sieht das so aus. 158721. 1. Warte, ich komme noch, habe ich zweimal gedrückt? Ne, ich mache nochmal Reset. So. 1. 5 ist in der Mitte. 5. 8.
7 und die 2. Zack. Bumm. Und dann dementsprechend hat sie was getan. Jo. Das Teil ist offen. Oder es hat geklappt. EP sind eingesammelt worden. Und wenn der Code richtig ist, leuchtet diese Fackel auf. Jetzt die Frage, wofür war das eigentlich nochmal? Ach so, ja, dann hier. Ah, Geheimgang. Lese den vierten Brief. Achtung, jetzt kommt gleich Brief 4. Wird eingeblendet. Wie gesagt, er wird das Video stoppen. Und dann, jo. Okay, dann würde ich sagen, bestätigen wir den nochmal ziemlich fixe und da waren wir schon in dem anderen Raum. Den müsst ihr aber nochmal öffnen jetzt und da Bestätigungsknopf drücken, dann Opferschacht und dann, ja, sehen wir, was passiert. Nur was passiert, das weiß ich ja nicht. Einfach eine Opferschacht, dann was reinschmeißen. Ich habe einen Cookie verschwendet. Urr, furchtbar. Jedenfalls, okay, die Musik, ja, habe ich ja schon gemacht. Music Disc habe ich schon bekommen. Moment mal. So, da vorne, genau. Da geht's rein. Jetzt müssen wir den anderen Raum öffnen, weil das Dings ist ja noch zu. Position ändern, wenn es geht. Und zwar, warte mal, war hier unten ein Block? Ja, da war ein Block. Das heißt, das da. Verdammt, zu langsam. Das da. So, dann, das da. Und dann, das da. Jetzt ist wieder die Abstellkammer offen. Hüpf. Und dann Bestätigungsknopf drücken. Moment. So, Bestätigungsknopf ist gedrückt. Jetzt heißt jetzt ins Wohnzimmer. Und dann Gedingensens. Warte mal, hat sie jetzt schon was getan? Erst Opferschacht, gell? Opferschacht. Moment. Dann geht's jetzt hier rein. Und jetzt was in den Opferschacht reinschmeißen. Mach mal einen Cookie hier. So, ja. Oha. Lese den fünften Brief. Goldnuggets und ein Papers mit drin, okay? Wir lesen also den fünften Brief.